Los. Bin ich fertig? Oh ja. Wo muss ich denn hin? Hier? Okay. Hör auf. Hallo. Oh Gott. Ja, hi. Also ich bin die Saskia Lund. Moin. Ich komme aus Hamburg. Und ich erzähle euch heute etwas über SEO für Podcast-Blogger. Das habe ich heute Morgen spontan überlegt, als die Pitch-Tafel noch so halb leer war. Und deswegen dachte ich, ich mache dann auch was. Jetzt habe ich den Tag über diesen Talk zusammenbereitet. Also ich hoffe, dass das jetzt gehaltvoll genug ist für alle. Und lege einfach mal direkt los. Tatsächlich ist also das Podcasting im Moment ein Hot Topic bei Google. Denn es ist so, dass die Google Web Search tatsächlich momentan noch nicht mit Audiodateien umgehen kann. Das wissen die Podcaster unter uns vielleicht bereits. Also Audiodateien, das ist etwas, was Google nicht kann. Google kann lesen. Vielleicht habt ihr das im Ellie-Talk schon mal gehört. Google ist blind und taub. Google kann aber trotzdem Text lesen, Filme schauen und Bilder angucken. Unterm Strich bedeutet das eigentlich für die Podcast-Blogger, dass sie letztendlich, wenn sie also einen Webblog führen, diesen Weblog eben mit Text, Bildmaterial und, wenn es geht, auch mit Videomaterial anreichern sollten, wenn sie dann ihre Audiodateien in einem Blogbeitrag veröffentlichen. Das ist die Quintessenz vom Ganzen, die komplette Aussage. Jetzt kann ich eigentlich schon wieder gehen. Aber es ist so, dass Google tatsächlich aktuell in den Suchergebnisseiten eben keine sogenannten Rich Snippets für Audiodateien bietet. Also man könnte sich das dann vielleicht so vorstellen, dass man wie bei den Videodateien, also man hat ja so kleine YouTube-Ausgaben oder andere Ausgaben, wo man dann draufklicken kann direkt ganz oben in den Suchergebnisseiten oder irgendwelches Bildmaterial, es gibt ja auch die Bildersuche oder eben halt diesen Wikipedia-Artikel, der in einem anderen Vortrag auch schon mal heute angesprochen wurde. Und das wären solche Rich Snippets oder eben, was ich, Rezepte oder so oder irgendwie ein Restaurant mit Bewertungen. Ne? Das sind also diese typischen Rich Snippets auf den Suchergebnisseiten bei Google. Sowas gibt es also aktuell für die Google Web Search nicht. Aber es gibt seit letztes Jahr eine sogenannte Taskforce bei Google. Die wurde eingerichtet, das Google Podcast Team. Das ist noch ganz frisch und ganz neu. Und da gibt es einen jungen Mann, der heißt Zach Renaud-Wedin. Das ist also der Projektmanager dieses Google Podcast-Teams. Und dem kann man auch auf Google folgen, auf Twitter folgen unter ZackRW. Kann ich auch jedem empfehlen. Und wer möchte, kann sich diesen Google-geschorteten Link hier einmal mit abtippen oder abspeichern. Das ist also ein ganz interessantes Interview mit diesem Zach zu dem Thema Google Podcast und das Podcast-Team, was hat das Podcast-Team vor, wie ist die Ist-Situation und genau die Long-Term-Plans oder die Langzeitziele dieses Podcast-Teams. Das ist sehr interessant zu lesen. Dieser Artikel ist in englischer Sprache und dieses Interview ist deshalb auch geführt worden, weil jetzt aktuell im Juni, am 19. Juni, wurde eine neue App veröffentlicht von Google und diesem Podcast-Team, die Google Podcast-App. Die gibt es für Android, auch unter diesem Link gibt es dazu den Veröffentlichungsbeitrag auf dem Google-Blog. Diese App ist nativ auf allen Android-Geräten vorinstalliert. Damit hat man schon direkt, wenn man in dieser App sozusagen gelistet ist, eine potenzielle Nutzerbase von in Englisch 2 Billionen, auf Deutsch 2 Milliarden Nutzern, die man damit direkt erreichen könnte. Und wer einen noch nicht in der Podcast-App von Google gelistet ist, der kann einen Link generieren zu seinem Podcast unter diesem Link. Dieser Link ist mit einem Android-Gerät nativ aufrufbar und startet sofort die Google Podcast-App und damit kann man dann seinen Podcast direkt hören. Die Google Podcast-App bietet genau das, was jetzt auch geplant ist von diesem Google Podcast-Team, nämlich die nativen Rich-Snippet-Ergebnisse. So soll das dann auch irgendwann mal aussehen auf den SERPs in der Google Web Search.
Das ist also die Ausgabe in dieser Google Podcast App. Wie werden also die Podcasts ausgegeben? Ich kann tatsächlich also nach Inhalten und Titeln suchen und finde dann die Podcasts aus diesem riesen Repository. Und es wird also mit einem Weiterlesen-Button sozusagen, More Episodes, es werden also sämtliche Episoden sind aufrufbar. Es gibt für jeden Podcast dann auch eine eigene Seite, wo man halt seinen Podcast beschreiben kann und so weiter und so fort. Man kann auch, wenn man da auf mehr klickt, dann direkt einen Button bekommen, jetzt abonnieren. Man kann ja gleich abonnieren. Also es ist wirklich ganz zugeschnitten auf Podcasts. Es ist also sehr nennenswert und lohnenswert, sich in dieser Podcast-App also irgendwie eintragen zu können, in dieses Repository. Wie mache ich das jetzt? Das ist nicht ganz so easy peasy, so wie alles bei Google, wenn man schon mal versucht hat, als Anfänger allein schon mit der Google Search Console irgendwie klarzukommen oder mit Google Analytics, also viele streichen da die Segel. Ähnlich ist das also mit dieser Podcast-App. Da gibt es es nennt sich auch schon so, Developer-Guideline, Kompendium für Publisher. So, jetzt sind die Publisher, ja, aber Leute wie du und ich oder wie du und jemand, der eben kein Entwickler ist. Also würde ich jedem raten, der so ein Publisher ist, sich da mal mit dem Entwickler hinzusetzen und sich Hilfestellung zu holen, um letztendlich den eigenen Podcast in dieses App-Repository hineinzubringen. Ansonsten findet man unter diesem Link eben besagte Guidelines, wenn man sich das selber zutraut. Es gibt einen Feed auch extra für den Google Play, für das Google Play Repository, sodass man mit seinem Podcast auch dort direkt auftaucht. Unter diesem Link findet man eben die Feed-Guidelines. Ich möchte nicht so gerne jetzt in diesem Rahmen hier in diese Guidelines eintauchen, weil das sehr technisch ist. Und ich glaube, ich möchte hier niemanden um 17 Uhr zum Einschlafen bringen. Also von daher, wer Zeit und Lust hat, kann da eintauchen. Das ist wirklich sehr intensiv und sehr viel Information. Und kann seinen Podcast in diese Podcast-App quasi reinbringen, in das Repository. Das ist also super wichtig, sollte man machen. Das Pendant dazu ist natürlich iTunes bei Apple. Da gibt es auch die entsprechenden, Moment mal, jetzt muss ich hier H, muss man drücken, ne? H, so, Moment. Wo habe ich das denn? Ich habe das hier irgendwo. Ach, bin schon drauf. Moment, wo habe ich dich? Das ist die falsche. Sorry. Also das sind diese Seiten übrigens. So sehen die aus. Kann man das sehen? Diese Links, die ich da geschortet habe, da kommt man also zu diesen ganzen Seiten hier. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen. Ich habe ein Pendant von Apple rausgesucht. Ah, hier genau. Und zwar, man gibt einfach nur ein iTunes Connect und findet bei Google sofort diese Ressourcen und Hilfe, wie kann ich also meinen Podcast in iTunes listen, sollte man dann vielleicht auch unbedingt tun. Und auch immer schön die ID3-Tags pflegen, wissen die Podcaster unter uns, was das ist. Wer sich schon mal iTunes aufgerufen hat, was wahrscheinlich auch die einen oder anderen gemacht haben, oder irgendeine andere Audio-Player-App, da sieht man den Titel und vielleicht irgendwie den Autor oder den Sänger oder wen auch immer, es wird da aufgelistet. Und das sind diese ID3-Tags, die bitte halt eben auch immer pflegen bei den Podcasts natürlich, um eben für iTunes dann auch in der iTunes-Suche gefunden zu werden. Kurzer Exkurs dahin. Wir gehen mal schnell wieder zurück in die Keynote. So. Genau, so, jetzt haben wir diese Themen abgefrühstückt mit den externen Apps. Jetzt gibt es halt den eigenen Blog. Was kann ich jetzt da eigentlich machen, wenn ich jetzt eben die Praxis in der Vergangenheit betrieben habe, dass ich einfach nur meine Audiodatei mit irgendeinem Player-Tool, es gibt ja verschiedene Player-Tools, mit denen ich jetzt also meinen Podcast dann auf irgendeinem Beitrag innerhalb meines Blogs veröffentlicht habe und ich mache da eigentlich nicht weiter mehr, als es irgendwie noch einen Titel dazu zu schreiben und vielleicht noch irgendwie aufzuführen, wer da jetzt gerade zu Gast ist oder so, oder vielleicht noch die Kapitel aufführen, mehr mache ich dann eigentlich nicht. Also eben das, was der Player hergibt. Wer das ganz schön macht, ist zum Beispiel Bernhard Kau und die Maya Binke, die auch heute hier sind. Die haben auf ihrem Podcast-Blog immer noch eine Inhaltsangabe, so ein Stichworten mit so einer Art Shownotes, so ähnlich wie bei Google, so wie bei YouTube, sodass man quasi draufklicken kann und dann überall hinkommt und die ganzen Informationen hat, die sie also auch in ihrem Podcast dann erläutern. Wer da weitere Informationen zu möchte, spricht am besten mal Bernhard Kau an oder halt eben die Maya Binke, die machen das gemeinsam. Und er hat mir einen Tipp verraten, das sollte man sich vielleicht merken, das habe ich nicht in meinen Keynotes drin.
Und zwar sagte er, es gibt im WordPress Admin-Bereich eine Ausgabe für einen Podcast-RSS-Feed. Und der wird über Planet WordPress gespeist. Es ist also sinnvoll, wenn man seinen Podcast eventuell in diesem Planet RSS-Feed mit aufnehmen lässt. So erreicht man sehr viele Menschen auf einmal, die zufällig halt eben vielleicht im WordPress-Backend mal diesen Podcast-Link anklicken. Also er sagt, da bekommt man dann plötzlich beim neuen Podcast auf einmal 1000 Zuhörer, weil die halt einfach da erscheinen und man eine riesige Userbase letztendlich erreicht, nur über das WordPress-Admin. Wer da nähere Informationen möchte, auch Bernhard Kau ansprechen, der flitzt hier irgendwo rum. Oder mal eine Mail schreiben, der freut sich bestimmt. Genau, das Fazit ist unterm Strich, die Google Web Search möchte einfach mehr Inhalt. Der reichen einfach die reinen Audiodateien oder die reinen Audioplayer nicht. Was kann ich da machen? Das weiß auch mittlerweile, glaube ich, jeder, man kann transkribieren. Also ich kann halt irgendeinen Transkriptionsservice nutzen, der im Grunde genommen den ganzen gesprochenen Inhalt in Textform verfasst und den dann auf meinem Blogbeitrag rausschmeißen und das Ganze dann veröffentlichen. Das kann ich machen, das muss ich aber nicht. Ich kann auch mich hinsetzen und Zeit investieren und diesen ganzen Inhalt, den ich da in meinem Podcast habe, in dem Podcast-Beitrag, den wirklich in eine schöne Textform bringen, mit Bildmaterial, mit Videomaterial, mit wirklich einem gut geschriebenen Text, der gehaltvollen Inhalt bietet, um einfach auch Menschen zu erreichen, die meinen Podcast gar nicht hören können. Denn es gibt eben einfach Nutzer, die können gar nicht hören. Selbst, oder die können auch nicht lesen. So, dann habe ich da jetzt meine Audiodatei, bin schon so nett gewesen und habe ein Transkript dazu getan und jetzt aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt das nicht, dass der Screenreader von diesen Leuten oder wie auch immer, den das vorlesen kann, den blinden Menschen. Dann habe ich aber immer noch den Beitrag darunter, der dann diesen ganzen Inhalt nochmal richtig ordentlich wiedergibt. Also sich wirklich die Zeit nehmen und einen ordentlichen Beitrag schreiben mit Texten und Bildmaterial und Videomaterial, um einfach alle Nutzergruppen anzusprechen. Es gibt eben Menschen, die schauen sich gerne Bilder an. Es gibt Menschen, die schauen sich eben gerne Film an. Es gibt Menschen, die lesen einfach gerne viel oder die hören sich einen Podcast an. Und um diese ganzen Nutzer irgendwie anzusprechen, ist es also sinnvoll, tatsächlich auch jede Nutzergruppe zu berücksichtigen. Das kostet natürlich Zeit, ist mir auch klar. Aber wer gerne möchte, dass der Podcast wirklich erfolgreich wird, der sollte sich also wirklich hinsetzen und sich diese Zeit nehmen. Dann lieber einen Podcast weniger im Monat, aber dafür echt einen tollen Blog veranstalten. Das ist dieses. Ne? Lesbare, gute Transkription, Bilder, Video. Oh, Entschuldigung, jetzt kommt das doppelt. Und eben halt als Extra ist dann die Audio-File in dem Player. So. Jetzt wollte ich noch einmal ganz kurz in das HTML-Markup abtauchen. Also nicht so sehr, weil ich weiß, dass es viele gibt, für die ist das sehr langweilig. Aber ich wollte es doch einmal kurz ansprechen, weil ich ganz anfangs schon mal von den Rich Snippets gesprochen habe. Und wie bewerkstelligt man das nun eigentlich mit diesen Rich Snippets? Und was gibt es da möglicherweise für Podcasts? Die Rich Snippets werden also durch sogenannte strukturierte Daten generiert. Diese strukturierten Daten muss man in der eigenen Website, in dem ausgeworfenen HTML letztendlich implementieren. Das ist ein HTML-Markup. Man erweitert letztendlich das HTML, was durch das PHP ausgeworfen wird, um dieses Markup, um dieses spezielle. Dieses Markup kann ich mir auf schema.org anschauen und es gibt tatsächlich seit Juli 2018 ein sogenanntes Podcast-Markup, das allerdings noch nicht auf schema.org zu sehen ist. Also ich kann mir alternativ beispielsweise Radio-Episodes angucken. Also wer sich schema.org anschaut, der wird sehen, dass das also, oben gibt es ein kleines Suchfeld, das ist eine sehr spartanische Seite, eine rote Leiste oben, schema.org und rechts ein Suchfeld und drunter sehr viel Text. Jetzt kann ich also mit diesem schema.org-Markup letztendlich Inhalte für Google wirklich sichtbar und sofort verständlich machen. Also ich kann sagen, ich veröffentliche ein Kochrezept und dann gibt es ein schema.org-Markup für Kochrezepte, Recipes. Oder es gibt ein Markup für News oder ein Markup für eine Videodatei oder es gibt ein Markup für Restaurants, einen Rechtsanwalt. Also ich kann wirklich ganz gezielt Google mitteilen, um was geht es hier auf meiner Seite. Dieser Text soll das und das sein. Und Google kann das sofort anhand dieses Markups interpretieren. Das ist natürlich super hilfreich.
Und es gibt, wie gesagt, eben seit Juli 2018 dieses Podcast-Markup. Man muss sich vorstellen, die Erweiterung um solche Markups, das dauert manchmal wirklich ewig. Also die haben 2015 angefangen, darüber zu sprechen, dass man ja mal für Podcasts auch so ein Markup irgendwie gestalten könnte. Da hat es dann jemand über GitHub als Issue gestartet und hat es ganz ausführlich, muss ich hier wieder, Moment. Hat es also ganz ausführlich, genau, hat hier so ein Issue gestartet. Und aus diesem Issue, aus dieser Diskussion, die da, aus diesem Proposal sozusagen, aus dem Vorschlag für ein Markup, für ein schema.org Markup, das hier sehr, wirklich sehr ausführlich schon ausgearbeitet wurde, allein nur in diesem Vorschlag, der 2015 unterbreitet wurde, also vor 3 Jahren, wohlgemerkt, da ist dann diese Diskussion hier entstanden darüber, wie und was, wie das Sinn machen könnte. Es hat dann aber wirklich 3 Jahre gedauert, bis dann im Juli diesen Jahres Created Podcast Series entstanden ist in dem GitHub Repository von schema.org. Das hat wirklich sehr lange gedauert, bis das also implementiert wurde und ist es auf der Webseite einfach auch noch nicht zu sehen. Aber wer gerne wissen möchte, wie dieses Markup also hier gestaltet ist, der kann sich das hier in dem Proposal anschauen. Ich verlinke das auch nochmal und würde das dann irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man das macht, das ist mein erster Talk, solche Slides veröffentlichen und das da rein. Ja, ich mache das da rein. Der kann sich das hier anschauen, wie dieses Markup funktioniert, also für die Entwickler unter uns. Was sehr schön wäre, wenn hier ein Freiwilliger ist, der vielleicht ein WordPress-Plugin schreiben würde für dieses neue Markup, also gezielt für Podcast-Betreiber, um die Beiträge dann um dieses Markup anzureichern. Genau. Dann hat da jemand zu Fragen zu diesem Thema, zu dem schema.org-Markup speziell? Sonst würde ich das einfach jetzt mal ad acta legen. Ja? Okay, dann schaut euch das mal an. Es gibt aktuell sonst noch ein On-Demand-Event. Das wäre eventuell auch noch ein Markup, was da in Frage kommt. Ist tatsächlich auch für TV-Shows, Radio-Podcasts vorgesehen eigentlich. Aber es soll, wie gesagt, ja auch noch ein spezielles Podcast-Markup kommen. Also in dem Online-Kompendium hier auf schema.org. Hier wird dann genau erklärt, welche Attribute es da gibt und so weiter und so fort. Und hier unten kann man dann immer anhand von Beispielen sehen, wie das dann aufgebaut sein soll. Das HTML Microdata Markup oder ich kann natürlich auch einen JSON-Feed auf die Ausgabeseite mit ausgeben. Der müsste dann halt so aufgebaut werden. Also man kann sich das hier anschauen anhand von Beispielen. Auch den Link werde ich dann eben mit veröffentlichen. Wie gesagt, ich möchte hier nicht so sehr gerne in die Tiefe der Eintauchen, weil ich glaube, dass das zu technisch ist. Genau, das ist dieses. Ich wollte noch mal gern zurückgehen zu dem Google Podcast Team. Die haben nämlich unglaublich Tolles vor. Die möchten gerne in der Zukunft, also Langzeitziele, die möchten gerne, dass man in der Zukunft tatsächlich auch nach Audiodateien in Google suchen kann, in der Google Websuche. Und das soll so toll funktionieren nachher, dass man sozusagen, wenn ich jetzt mein Suchwort in der Google Suchmaske eingebe, dass Google in der Lage ist, mir eine Podcast-Folge direkt als Antwort zu geben und mich auch direkt an die Stelle innerhalb des Podcasts setzen kann, wenn ich dann auf Play drücke innerhalb der Google-Suche, wo es dann gezielt um das geht, wonach ich gesucht habe. Das ist also das Langzeitziel, was das Google-Podcast-Team an dieser Stelle hat. Schon eine echt unglaublich tolle Sache und ein Riesenpotenzial, weil es einfach wahnsinnig viele echt tolle Podcasts gibt, die momentan niemand kennt. Und gerade auch für Podcasts, die eben besonders lang sind. Beispielsweise, es gibt einen Podcast, den ich persönlich sehr gerne höre, der heißt Jung und Naiv. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ja, Jung und Naiv, das ist also ein Podcast, da geht es um zwei, die die Bundespressekonferenz in regelmäßigen Abständen also verunsichern, sitzen dann da. Und also es ist eben nicht erlaubt zu zitieren. Das ist also so eine Regel für die Journalisten. Die dürfen also nicht zitieren, was in der Pressekonferenz gesprochen wird. Aber es ist erlaubt, Ton mitzuschneiden. Und die schneiden also die komplette Pressekonferenz mit. Und die ganzen Ministeriumssprecher, die winden sich da also quasi in regelmäßigen Abständen 1,5 bis 2 Stunden lang um die Fragen der Journalisten herum. Und das ist also sehr lustig teilweise und auch manchmal echt tragisch, wie die sich da rumwinden. Also es ist ein nennenswerter Podcast, aber wie ich schon sagte, der ist manchmal 1,5 Stunden oder auch mal gerne 2 Stunden lang.
solche Transkripte sind natürlich also unglaublich lang. Ne, das, und auch selbst dafür einen Beitrag zu schreiben, aber macht es trotzdem. Schreibt es. Es gibt halt eben Menschen, die können halt nicht hören. Ne? Die kriegen das dann alles nicht mit. Von daher schreibt es, setzt euch hin und schreibt oder bezahlt jemanden dafür, dass es schreibt. Ab einer gewissen Größe, wenn man das vielleicht gewerblich macht oder so, oder wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der einfach gerne schreibt, dann kriegt man das vielleicht hin. Also ich würde es jedem empfehlen, veröffentlicht gehaltvolle Blogbeiträge. Reine Audiodateien sind zum jetzigen Zeitpunkt und auch nicht mittel- oder kurzfristig von Google interpretierbar. Das ist also ein Langzeitziel, wovon ich gesprochen habe. Lest euch gerne mal auch diesen Artikel durch, dieses Interview mit dem Zack. Das ist sehr interessant, was die noch so alles vorhaben mit der Podcast-Suche, die es dann auch in der Google-Search geben wird, oder Audiobeitragssuche. Ja, ich bin fertig mit der Welt. Möchte noch irgendjemand eine Frage stellen? Ja. Hast du einschlägige Erfahrungen mit Transkriptionssoftware? Das kommt ja immer mehr hoch. Angefangen von Diktatsystemen aus der Vergangenheit, wie Sprachassistenten, Siri, die Alexa, sonstige Konsorten. Ich war letzte Woche auf einer AWS-Veranstaltung mit AWS Transcribe und Produkttransportern. Also wenn ich nur AWS Englisch und Spanisch kann, aber den nur zweite Sprachen können soll, ist da irgendwas, wo du sagst, habe ich schon ausprobiert, kann man tatsächlich dann Hausgebrauch auch nehmen? Also der Stefan Krämer fragt, ob ich irgendeine Transkriptionssoftware oder einen Service empfehlen kann. Einfache Antwort, nein. Ich bin weder Podcaster, noch habe ich irgendwelche Erfahrungen, die ich jetzt wertvoll teilen kann. Es gibt aber sicherlich einige Podcast-Betreiber, die euch da weiterhelfen können. Beispielsweise die Brigitte Hagedorn aus Berlin, die führt einen Podcast, der heißt Audiobeiträge. Und da veröffentlicht sie in relativ regelmäßigen Abständen Tipps und für Software, die man nutzen kann, wenn man eben transkribieren möchte oder einen Transkriptionsservice nutzen will. Und diese Tipps sind eigentlich immer recht zuverlässig. Also gerne mal da reinschalten bei Audiobeiträge, den Podcast oder andere Podcasts für Podcaster. Da findet man sicherlich viel nützliche Informationen, gerade zu solchen Services oder Software. Noch jemand? Bitte? Die Frage ist, ob ich einen Weg kenne, aus der iTunes-Bibliothek sozusagen die ID3-Tags, die du schön gepflegt hast, automatisch in den WordPress-Blog, die Daten in die Datenbank zu implementieren, sodass man sie da irgendwie automatisch mit ausgeben kann. In der Audiodatei. Wüsste ich jetzt keinen Weg, um ehrlich zu sein. Also was du machen kannst, ist einen Audio-Player nutzen, also einen externen Service. Also es gibt Podlove, nutzen glaube ich viele Podcaster. Podlove würde ich dann wahrscheinlich auch empfehlen. Die Brigitte Hagedorn, die ich nun auch persönlich kenne, die hatte auch von Podlove gesprochen. Dieses Tool kann diese Daten interpretieren und tatsächlich auch ausgeben in diesem Player, den man integrieren kann in seinem Blogbeitrag. Von daher vielleicht mal damit probieren. Podlove. Also da wisst ihr, also direkt ins WordPress, in die Datenbank, wüsste ich jetzt keinen Weg. Müsste man vielleicht mal programmieren? Ja. hat sonst noch irgendjemand eine Frage? Nein? Dann danke ich vielmals fürs Kommen und fürs Zuhören.